Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema globale Optimierung von Funktionen mit zwei Variablen. Grundsätzlich läuft das ähnlich wie im Eindimensionalen. Wenn ich eine Funktion optimieren möchte, leite ich sie ab, setze sie gleich 0, um festzustellen, ob ein kritischer Punkt vorliegt und schaue mir dann die zweite Ableitung an, ob die positiv oder negativ ist, um zu wissen, liegt ein Maximum oder Minimum vor oder vielleicht weder das eine noch das andere. Und im Zweidimensionalen oder auch Höherdimensionalen läuft es im Prinzip ähnlich. Auch da bilde ich beide partiellen Ableitungen und setze beide gleich 0, um den kritischen Punkt zu finden und muss mir dann alle partiellen Ableitungen zweiter Ordnung in der Hesse-Matrix anschauen, um zu verstehen, ist meine Funktion nach unten offen, sodass ein Maximum vorliegt, oder ist meine Funktion nach oben offen, dass ein Minimum vorliegt, oder ist es weder das eine noch das andere. Von der Idee her ist das also ganz genauso wie im Eindimensionalen. Es wird nur ein bisschen komplizierter dadurch, dass eben die erste Ableitung ein Vektor und die zweite Ableitung eine Matrix ist. Aber das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Also die Definition für das globale Maximum oder das globale Minimum ist ganz ähnlich wie im Eindimensionalen auch. Wir haben eine Funktion f mit einer Definitionsmenge m, die ist jetzt eine Teilmenge des r², die abbildet auf r. Ja, also der Funktionswert muss eine einzelne Zahl sein, damit klar ist, ob ich ein Maximum oder ein Minimum habe. Ich muss da also eine klare Ordnung drin haben. Und in den Wirtschaftswissenschaften ist diese Definitionsmenge m häufig die Teilmenge der positiven reellen Zahlen, also r2 plus, wo beide Argumente positiv sind, könnte aber natürlich auch eine andere Teilmenge sein oder auch der gesamte r hoch 2. Und einen Punkt a aus dieser Definitionsmenge nennt man dann ein globales Maximum, wenn der Funktionswert an der Stelle a größer gleich allen anderen Funktionswerten in dieser Definitionsmenge ist und ein globales Minimum, wenn er eben kleiner ist. Und wenn dieses Optimum im Inneren dieser Wertemenge m liegt und nicht am Rand, dann ist eine notwendige Bedingung dafür, dass dort ein Maximum oder Minimum vorliegt, dass a ein kritischer Punkt oder stationärer Punkt der Funktion f ist. Das heißt, die erste Ableitung an der Stelle muss gleich 0 sein. Zu beachten ist dabei, dass sowohl a als auch die 0 hier Vektoren sind, deshalb auf den Folien fett gedruckt. Also ich habe eine Stelle, die hängt ab von beiden Argumenten und an der muss der Vektor der partiellen Ableitung insgesamt gleich 0 sein. Also alle partiellen Ableitungen müssen gleich 0 sein. Und nur diese kritischen Punkte kommen dann für globale Maxima oder Minima in Frage. Aber diese Bedingung erster Ordnung ist eben noch keine hinreichende Bedingung. Sie ist notwendig dafür, dass dort ein Optimum vorliegt, aber noch nicht hinreichend. Dafür müssen wir uns dann die zweite Ableitung auch noch anschauen, also alle partiellen Ableitungen zweiter Ordnung. Bevor wir das dann anhand von einigen Beispielen in den nachfolgenden Videos tun werden, schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispiel grafisch an, um zu motivieren, was dort passiert. Wir haben also hier eine Funktion von zwei Variablen, x1 und x2. Und klarerweise hat diese Funktion hier oben ein Maximum. Das können wir in der grafischen Darstellung klar sehen. Das heißt, dass an dieser Stelle sowohl die partielle Ableitung in x1-Richtung gleich 0 ist, als auch die partielle Ableitung in x2-Richtung gleich 0 ist. Und das ist eben hier die notwendige Bedingung dafür, dass dort ein Optimum liegen kann, dass eben der Punkt ein kritischer Punkt der Funktion ist, ist aber für sich genommen noch nicht hinreichend. Dafür muss ich mir eben anschauen, dass es wirklich in alle Richtungen von diesem Punkt nach unten geht. Und das hat dann was mit unseren partiellen Ableitungen zweiter Ordnung zu tun. Schauen wir uns dafür einmal an diesem Schaubild an, was passiert, wenn wir x1 festhalten und hier entlang der Richtung x2 nach oben laufen. Naja, da geht es die ganze Zeit rauf, 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 bis zu diesem Punkt, wo dann die Tangente 0 ist und danach geht es hinten, hinter diesem Hügel sozusagen, wieder nach unten. Das heißt, die zweite Ableitung in x2-Richtung muss negativ sein. Ja, die Steigung wird immer kleiner. Sie ist erst positiv, wird dann flacher, 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 flacher und irgendwann knickt sie dann um und wird negativ. Das heißt also, hier ist die zweite partielle Ableitung zweimal nach x2 abgeleitet, ist negativ.
Dasselbe muss gelten, wenn wir x2 festhalten und in x1 Richtung, ja, in dieser Richtung hier über den Hügel drüber laufen. Auch dann ist es so, wenn wir von hier hinten kommen, wir müssen erst drauflaufen, die Steigung wird immer flacher, flacher, flacher und irgendwann wird die Steigung negativ. Das heißt, auch die zweite partielle Ableitung nach zweimal nach x1 abgeleitet, muss hier negativ sein und damit hier wirklich ein Maximum vorliegt. Also sowohl in dieser Richtung muss ich das Maximum überschreiten, als auch in der Richtung. In beiden Fällen muss die zweite partielle Ableitung negativ sein. Aber außerdem muss es auch noch sein, dass in allen anderen Richtungen das so ist. Dass es also nicht hier noch irgendwie nochmal einen Anstieg gibt in der Richtung, dass zwar in allen anderen Richtungen es nach unten geht, aber hier nochmal nach oben. Das müssen wir auch noch ausschließen können. Und das hat dann mit den anderen Elementen der Hesse-Matrix zu tun. Das schauen wir uns dann in den nachfolgenden Videos noch genauer an, wie man das anhand der Hesse-Matrix ablesen kann, dass es wirklich in allen Richtungen nach unten offen ist.